Und willkommen zu Folge 4 der Designs, die ich im Grid Autosport Multiplayer fahren darf, die ihr euch dann quasi vorher aussucht. Wir fangen hier an mit dem Mini Miglia von Cinnamon. Der hat hier Muster 93, alles in Metallic-Farben. In der Karosseriefarbe, ja, er sagt, das ist Bronze. Ich bin mir sicher, das ist eher Kupferfarben. Naja, gut. Also Bronze, Bronze, Schwarz und Bronze. Aber ich glaube, es ist auch mal einmal Weiß dabei. Also wahrscheinlich Bronze, Weiß, Schwarz, Bronze. Müssen wir mal gucken. Das hat er irgendwie noch geändert, nachdem er sich ja total vertüdelt hat. Gucken mal rein. Schnell. Farben. Also, hier, Bronze, Weiß, Schwarz, Bronze. So. Fahrzeuganzeigen. So. Ja, wir haben hier noch ein paar Sponsoren drauf, die passend zum Renntyp dieses Fahrzeugs sind. Und ja, so sieht er dann aus, der Mini. In der Aufnahme bin ich ihn noch nicht so gefahren, aber er kommt bestimmt irgendwann. Naja, gut. Machen wir weiter mit dem McLaren MP4. Wo ist er denn? Da ist er nicht. Da ist er. Da haben wir zwei neue. Zum einen den Little Cross Driver, den ich hier leider nicht ausschreiben kann. Der wollte... Wir gucken den nochmal ganz an. Der wollte dunkelgrün. Offenbar habe ich hier... Ja, doch, das ist er. Okay. Dunkelgrün mit Muster Nummer 11 in weiß und schwarz gestreift. Drauf ist noch die Nummer 175. Die ist hier vorne links hinter dem linken Rad. Ganz schlecht zu sehen, weil man kann die Nummern leider nicht färben. Das ist wie in Grid 2. Das ist ein bisschen doof. Ja, wir haben hier noch Felgen Nummer 36 in maximaler Größe und der Farbe weiß. Also ein sehr schlichtes Renndesign ohne Sponsoren. So sieht er aus. Und hinten ist noch der rote Rettungshaken zum Abschleppen. Und Recaro-Sitze sehen wir noch. Ja, gut. Dann haben wir auf diesem selben Fahrzeug noch ein anderes Design. Und zwar Calvert LP. Der ist jetzt hier ausnahmsweise auf der Nummer 1, weil da noch mein altes Design drauf war. Der sieht dann... Karosserie-Lack ist in Perlefek dunkel und hellblau. Und wir haben kein Muster. Also auch noch sehr viel schlichter als von Little Cross Driver. Und ja, er wollte 2 bis 3 Sponsoren in weiß, aber ich habe jetzt genug Sponsoren in weiß-blau gefunden. Oder weiß und blau. Da habe ich mir gedacht, gut, dann mache ich nochmal ein paar mehr rauf. Weil die sind auch nicht so aufdringlich. Relativ gut verteilt und ja, an der Seite auf jeden Fall sehr klein gehalten. Passte ganz gut. Ich hoffe, es ist so in Ordnung. Herr, vorne zum Calvert LP. Oder Calvert. Ja, gut. Das war es soweit von hier. Jetzt haben wir noch ein paar neue Autos im Angebot. Also immer noch ein paar freie hier. Unter anderem zum Beispiel auf dem Golf ist noch einer frei. Der BMW hat noch 2 freie. Hier sind auch noch 2 frei. Hier ist noch auch noch 2 frei. Hier sind noch 3 frei. Hier sind noch 3 frei. Hier sind noch 3 frei. Hier ist noch keiner mehr frei. Hier sind noch 3 frei. Und neu im Angebot hier der C63 AMG Kategorie B Special von den Touring Cars. Da habe ich jetzt nur spaßeshalber einfach mal ein paar Sponsoren drauf geklatscht, damit ich dann für den Fall, dass ich damit fahren kann, ein bisschen extra Geld verdienen kann. Der steht euch jetzt zur Verfügung. Die Auswahl der Muster und Felgen und Farben, die seht ihr noch in der ersten Folge dieser Designs. Also es ist eine extra Playlist. Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Falls sie nicht rechts am Rand bei YouTube auftauchen sollte, wovon ich mal ausgehe. Und dann könnt ihr euch auf dieses Auto stürzen. Bis zu 3 Leute können sich dann ja, ein Design hier festlegen, mit dem ich dann zukünftig fahren werde, wenn ich diesen Wagen zur Auswahl bekomme. Bei der Rennkategorie. Gibt halt irgendwie 40 Kategorien, das heißt, es ist schon sehr selten, dass man mal mit so einem Auto fahren kann. Ich habe ja jetzt schon irgendwie 12, glaube ich. Wollen wir nochmal gucken. Ja, 12. 11 von 12 ist es jetzt hier. Und ja, trotzdem ist es noch sehr selten, obwohl das schon 12 Kategorien sind, die ich abdecken kann. Naja. Und dann haben wir noch einen Mercedes-Benz im Angebot, den SL65 AMG Black Series. Den habe ich mir auch kürzlich gekauft. Der sieht dann so aus. Auch aus Grid 2 bekannt. Auch den könnt ihr dann verunstalten, ganz wie ihr möchtet. Ich werde mich da an alles halten, was ihr möchtet. Ja, wie gesagt, in der ersten Folge sind nochmal die Designs und Muster und ja, Felgen und die Farben. Und es ist immer noch so, eine Person, maximal ein Auto, Design, also 3 Personen pro Auto. Ja, und ja, jeder halt nur maximal ein Auto. Ja, und dann sind wir soweit durch. Ich denke, alles Wichtige ist gesagt und gezeigt und ja, viel Spaß mit den nächsten Rennfolgen. Ein paar Designs konnte ich schon fahren, darunter Ford Mustang und Nismo.
Also freut euch drauf. Bis dann.